Barakallahu fik, eine sehr, sehr wichtige Frage. Und zwar, es wird häufig argumentiert, dass es sozusagen für den Mann empfohlen ist, dass er sogenannte islamische Kleidung trägt. Und darauf wollte ich ohnehin schon mal etwas näher eingehen, weil das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, wo es immer wieder sozusagen falsche Vorstellungen gibt. Zunächst erst einmal schätze ich die Frage, was ist denn überhaupt islamische Kleidung? Was bedeutet islamische Kleidung? Bedeutet islamische Kleidung, dass ich eine Jalabiyah trage? Oder dass ich eher pakistanisch-indische Kleidung trage? Oder eher kurdische Kleidung trage? Was ist denn islamische Kleidung? Was hat denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam für Kleidung getragen? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat typisch arabische Kleidung getragen. Das ist Nummer eins. Und die Kleidung, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getragen hat, haben auch die anderen Araber, die Mushrikun gewesen sind und die nicht an Allah geglaubt haben, ebenfalls getragen. Das heißt, zwischen der Kleidung von Abu Jahl und der Kleidung unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und den anderen Sahabis gab es keinen Unterschied, kulturell gesehen. Es war die arabische Kleidung, die man damals auf der arabischen Halbinsel getragen hat. Also kann man das zunächst als einmal nicht als islamische Kleidung bezeichnen, Nummer eins. Nummer zwei, muss ich immer, wenn ich sage, dass etwas empfohlen ist, einen Beleg haben, einen Delil. Und die Gelehrten, sie haben, und das ist ganz, ganz wichtig, das müssen wir verstehen, die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam hinsichtlich der Befolgung, ob ich sie befolgen soll oder nicht, in zwei grundlegende Kategorien unterteilt. Die erste Kategorie ist Sunnat Ada. Und die zweite Kategorie ist Sunnat Ibadah. Sunnat Ada bedeutet die Sunna, weil Sunna bedeutet im ursprünglichen Sinne Brauch, die Sunna, die einfach nur ein Brauch ist, ein kultureller Brauch. Und Sunnat Ibadah ist jene Sunna, welche der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eingeführt hat, damit wir sie befolgen. Ganz, ganz wichtig. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat, wie gesagt, Kleidung getragen, die jeder andere auch getragen hat. Und er hat an keiner Stelle erwähnt, dass diese Kleidung besonders sei. Und dementsprechend handelt es sich hierbei um eine Sunnat Ada. Und gefährlich wird es für mich als Muslim, wenn ich aus einer Sunnat Ada ohne einen Beleg eine Sunnat Ibadah mache. Das heißt, wenn ich den Leuten sage, es ist Sunna, es ist empfohlen, ja, wenn nicht sogar eine Pflicht für einen Muslim, dass er sogenannte islamische Kleidung trägt, ohne zu definieren, was eigentlich islamische Kleidung ist. Dann habe ich im Grunde genommen eine Bid'a eingeführt. Ich habe im Grunde genommen was eingeführt? Eine Bid'a. Warum? Weil ich mit einer falschen Absicht etwas trage und versuche, mich Allah zu nähern mit einer Sache, die Allah Ta'ala nicht festgelegt hat, um mich mit ihr Allah Ta'ala zu nähern. Ganz wichtig. Wenn ich beispielsweise irgendetwas mache, ja, irgendeine Handlung, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht empfohlen hat, und dann sie regelmäßig mache und sage, diese Handlung, sie ist empfohlen, was passiert dann? Dann wird aus dieser Handlung, obwohl sie eigentlich ein normaler Brauch ist, erlaubt ist, wird etwas, was verboten ist, weil es nämlich eine Bid'a ist, weil ich es mit der falschen Absicht tue. Ganz, ganz wichtig. Ich tue es mit der falschen Absicht. Das ist der zweite Punkt. Also, ich muss ganz klar unterscheiden zwischen einer Sunnat Ada und zwischen einer Sunnat Ibadah. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat diese Kleidung nicht getragen, weil sie besonders ist, sondern er hat diese Kleidung getragen, weil sie damals einfach so getragen wurde. Und hier gibt es einen dritten wichtigen Punkt. Und zwar unser Grundverständnis vom Islam. Der Islam ist nicht gekommen, um die arabische Kultur zu exportieren, sondern der Islam ist gekommen, um Werte an die Menschen zu bringen. Merkt euch das. Der Islam ist nicht gekommen, um die arabische Kultur zu exportieren und unter den Menschen zu verbreiten, sondern der Islam ist gekommen, damit er Werte und Glaubensvorstellungen verbreitet unter den Menschen. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er bestätigt dies, indem er nämlich sagte sallallahu alaihi wa sallam, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Ich wurde nur gesandt, um die guten Charaktereigenschaften zu vervollkommnen. Und leider ist es manchmal so, dass auch das merkt man manchmal sogar bei Konvertiten, dass sie plötzlich alles ändern. Ihre
gesamte Kleidung, ihr Kleidungsstil und alles. Und du dich fragst, Subhanallah, wozu tust du das? Du kannst dich doch ganz normal kleiden, wie immer. Ein kurdischer Muslim zieht sich auch nicht. Jedes Land hat seine eigene Kleidung, seinen eigenen Stil. Warum soll ich denn bitte schön als Türke mich arabisch anziehen? Oder als Araber mich türkisch anziehen? Warum soll ich mich als Pakistaner wie ein Afrikaner anziehen? Wenn ihr auf der Hajj wart oder bei der Umrah, da seht ihr, subhanallah, wie bunt die islamische Welt ist, was die Kleidungsstile betrifft. Die Afrikaner immer, mashallah, ganz bunte Kleidung, die aus Senegal, siehst du immer bei der Hajj, ja, eine richtig schöne bunte Kleidung. Ja. Du sagst, oh, mashallah, ja, was hat der für Kleidung? Manche, du hast Leute, die sind aus Russland, die tragen solche großen Turbane. Ja. Das ist wirklich so richtige Winterturbane. Und denkst, subhanallah, ist dem nicht zu heiß. Ja. Aber jedes Volk, wie gesagt, hat seine eigene Kultur, seinen eigenen sozusagen Stil. Und dann wundert man sich manchmal, warum muss ich als deutscher Muslim mich bitteschön irgendeiner dieser Kleidungsstile anpassen. Worin liegt darin die Sunna? Manche tragen pakistanische Kleidung und denken, das ist Sunna. Was für Sunna ist das? War der Prophet aus Pakistaner oder Inder gewesen, dass ich pakistanische Kleidung trage? Was für eine Sunna ist das? Ich vermittle den Leuten ein falsches Islamverständnis dadurch. Und jetzt gibt es noch einen anderen wichtigen Punkt. Und zwar, unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat in der authentischen Überlieferung gesagt, man lebe sa libas shuhra fid dunya, albasahu Allah libas dhullin fil akhirah. Derjenige, der in der Dunya ein sogenanntes libas shuhra anzieht, also Kleidung, mit der er bekannt werden möchte, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag was tragen lassen? Eine Kleidung, mit der er erniedrigt wird. Und sehr, sehr interessant ist, wie die Gelehrten das definiert haben. Sehr, sehr interessant. Beispielsweise As-Sarachsi in seinem Buch Al-Mabsut. Ich habe leider das Zitat gerade nicht vor mir, aber ich habe es heute nochmal gelesen. Und dann hat der Drucker nicht funktioniert, konnte ich nicht ausdrucken. Und zwar, subhanallah, er sagt, damit ist entweder gemeint, dass ich besonders sozusagen teure Kleidung trage, mit der ich auffalle, oder besonders alte Kleidung trage, mit der ich ebenfalls auffallen möchte. Das heißt, Kleidung beispielsweise, wo ich als Zahid, als sozusagen jemand, der besonders gottesfürchtig ist, ja, dann unter den Menschen bekannt werden möchte. Und andere Gelehrte haben ganz klar gesagt, und da gibt es auch einige Überlieferungen, schade, dass ich sie hier gerade nicht vor mir habe, ja, von einigen Gelehrten, beispielsweise in Bezug auf einen Kleidungsschutz, das nennt man Burnus. Burnus ist ein Mantel mit einer Kapuze, so wie ihn beispielsweise die Mönche anziehen. Und auf jeden Fall wird einer der Gelehrten gefragt, mir fällt gerade der Name, nicht einfach von den Tabi'un, sozusagen, der hat das getragen und jetzt trägt er das, hat er das nicht mehr getragen. Und er meinte, warum trägst du das nicht? Und er sagte, ich trage das nicht, weil es heute nicht mehr üblich ist, dass die Leute das tragen. Und ich will damit nicht auffallen. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich aufpassen muss, dass wenn ich jetzt hier plötzlich Kleidung trage und Jalabir durch die Straßen laufe, wo alle mich angucken, und was ist da mit ihm los, dass das nicht unter die Kategorie Libas Shuhra fällt. Wo ich da sozusagen mit meiner Kleidung auffalle. Worauf kommt es an bei der Kleidung? Es kommt darauf an, dass ich bestimmte Kriterien als Muslim erfülle. Sowohl als Mann als auch als Frau. Und diese Kriterien sind bekannt. Ja? Für eine Frau, dass sie ihren Körper bedeckt, ja? Mit Ausnahme des Gesichts und der Hände, dass die Kleidung nicht eng anliegt, dass sie nicht durchsichtig ist. Ebenfalls für einen Mann, dass die Kleidung nicht zu sehr anliegt. Dass ebenfalls du dich sozusagen den anderen sozusagen versuchst nachzuahmen, anderen Religionsgemeinschaften nachzuahmen, was nicht geht, ist, dass ich dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, Kleidung trage, die nur ein Rabbiner trägt oder ein Priester trägt oder was ich was. Ja? Sondern ich sozusagen als Muslim, ja, muss mich normal kleiden. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, ja, dass ich in irgendeiner Weise als Muslim dann Kleidung trage, die orientalisch ist, und deswegen, sie ist nicht islamisch, sie ist einfach nur orientalisch, ja, und dann auch noch mit dieser Kleidung auffalle. Weil ich vermittle dadurch auch leider, das muss man ganz offen sagen, ein falsches Islamverständnis. Weil die Leute glauben, ah, wenn ich Muslim werde, dann muss ich ja im Grunde genommen alles ändern. Weil ich Muslim werde, muss ich meinen Kleidungsstil ändern. Wer sagt dir, dass du deinen Kleidungsstil ändern musst, wenn du Muslim bist? Du kannst dich ganz normal kleiden. Hauptsache, du achtest auf diese Dinge. Und ich glaube, dass wir dieses Verständnis, meine lieben Geschwister im Islam, benötigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer ein richtiges Verständnis geben, ja Rabbal Alamin. Und im Übrigen, das sind nicht nur meine Aussagen, das sind die Aussagen wirklich, wenn du die Fatawa durchliest, ja, von den Gelehrten diesbezüglich. Sie sagen sozusagen alle genau dies, ja, egal Gelehrte welcher Couleur, ja, sie sagen genau dies, was ich gerade gesagt habe, ja, dass es im Grunde genommen auf diese Kriterien ankommt, dass man darauf achten muss, dass man nicht zu sehr, wie gesagt, unter den Menschen auffällt, indem man komische Kleidung trägt, die kein anderer trägt innerhalb der Gesellschaft. Allahu a'lam.
Genau, es gibt verschiedene Fatawa diesbezüglich, ja, von Gelehrten, wo sie auch ganz klar sagen, ja, dass man sozusagen, ich habe heute eine Fatwa gelesen von Ibn Uthaymin, Sheikh Ibn Uthaymin, wo ein Mann dann sozusagen gesagt hat, dass er angefangen hat, also es ist eine arabische Gesellschaft, ja, und er hat dann angefangen, Turban zu tragen, obwohl die Leute gewohnt sind, eher diesen, diesen Schamr, wie heißt das auf Deutsch, der Uqal. Ihr kennt doch die Araber, die aus den Golfstaaten, was sie tragen für Kleidung. Ich weiß es nicht, auch gar nicht mehr, das auf Arabisch, in diesen Schamr, ja, das sozusagen, er hat das abgelegt, als er angefangen hat zu praktizieren und hat dann einen Turban getragen, weil es Überlieferungen gibt, dass der Prophet aus dem Imam einen Turban getragen hat. Und die Leute haben ihn alle komisch angeguckt und haben ihn kritisiert und was ich was. Und er hat dann auch gesagt, der Ibn Uthaymin hat ihm gesagt, ja, die Leute haben auch recht, du sollst das wieder ablegen, kleide dich so, wie sich die Leute tragen. Nur, wenn es bestimmte Kleidung gibt, die bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft tragen. Beispielsweise, du bist Gelehrter und trägst die Kleidung von den Al-Azhar, ja, oder von einer bestimmten Lehrinstitution. Das ist eine andere Sache. Ja. Dann in der Öffentlichkeit trägst du diese Kleidung. Warum? Weil du dieser Institution angehörst und weil du eine gewisse Stellung in der Gesellschaft hast. Ja. Oder du bist Polizist, trägst Uniform. Ja. Ist ja klar. Aber es geht halt, wie gesagt, darum, dass ich im Alltag eine Kleidung trage, die völlig fremd ist in der Gesellschaft und ich damit auffalle, das ist etwas, womit der Islam nicht gekommen ist und das ist sogar etwas, was kontraproduktiv ist. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.